Favorit für das Justizministerium ist Christian Pilnatschek, derzeit Chef der Strafrechtssektion im Ministerium. Pilnatschek wäre parteifrei, wird aber dem Blauen Lager zugerechnet. Er wäre eine ähnliche Lösung wie Karin Kneißl im Außenministerium. Doch die FPÖ sträubt sich etwas dagegen, dass alle Parteifreien von uns sind. Nach dem Aus von Hans-Jörg Schelling als Eurogruppenchef kommt am Donnerstag auch die Absage an die künftige Regierung. Ich habe heute die Entscheidung getroffen, der nächsten Bundesregierung nicht mehr als Finanzminister zur Verfügung zu stehen. Damit steigen die Chancen von Ex-Rechnungshofchef Josef Moser, den Job zu bekommen. Sein Problem: die Länder mauern gegen die Reformen, die er plant. Als Infrastrukturminister empfiehlt sich am Donnerstag erneut FPÖ-Parlamentspräsident Norbert Hofer. Sie wissen, dass das ein Bereich ist, der mich sehr interessiert, sagt er nach den Regierungsverhandlungen ganz offen. Als neue ÖVP-Generalsekretärin zeichnet sich Bettina Rausch ab. Sie ist niederösterreichische Landtagsabgeordnete und verhandelte das Bildungskapital. In der jungen ÖVP war sie Stellvertreterin des damaligen Vorsitzenden Sebastian Kurz.